Für die Westösterreich-Premiere ihres neuen Programms haben sich die sieben Musiker von der Blechhaufen den Galtürer Musikabend ausgesucht. Bei einer Partie Poker stimmten sich die Burgenländer auf ihr Konzert ein. Wir sind natürlich immer gern im Westen Österreichs natürlich und auch sehr gern in Galtür. Wir waren ja schon ein paar Mal in diesem wunderbaren Saal hier. Und was? Ja. Und es ist immer wieder sehr, sehr angenehm, in Galtür zu spielen. Bin ich jetzt da? Ja, okay. Man sieht, man kann in Galtür natürlich auch wunderbar pokern. Deshalb sind wir eigentlich da. Meine Damen, meine Herren, Sie treffen uns hier heute an in höchst erregtem Zustand. Nicht nur, weil wir heute hier in Galtür spielen dürfen, sondern nein, wir stehen nämlich mitten in den Vorbereitungen zu unserem größten Coup. Codename The Burning Lips. Ziel der Operation, der Tresor des Caesars Palace, Las Vegas. Die Burning Lips waren früher eine Gang und im ersten Teil des Programms finden sich diese 200? Ja. Okay. Also im ersten Teil des Konzerts ist so, dass der L wieder seine Gang, diese Burning Lips Gang, wieder zusammensucht und er braucht natürlich alle unterschiedlichen Mitglieder, die haben natürlich alle besondere Fähigkeiten. Da gibt es den Pokerprofi, da gibt es den Schönheitschirurg, da gibt es den Rotlichtbesitzer. Also diese Charaktere brauchen wir natürlich im ersten Teil alle, um im zweiten Teil dann den großen Coup zu landen. Einen großen Coup landeten die Musiker auf alle Fälle beim Konzert in Galtür. Für die Veranstalter kam dies nicht überraschend. Weil es einfach eine super Truppe ist. Dann sind alles gewaltige Musiker und Schmäh drauf, also auch privat, weil ihr kennt sie jetzt relativ gut jetzt mittlerweile. Und dann natürlich auf der Bühne. Also das ist wirklich sensationell, was die aufführen. Also spielerisch, also vom Schmäh her, also Witze und so weiter. Also ja, kannst du nie genug kriegen eigentlich. Nicht genug kriegen konnten auch die 250 Besucher beim der Blechhaufen-Konzert in Galtür.